So, liebe Leute, herzlich hallo und herzlich willkommen auf meinen Kanal wieder und ich begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich und ich freue mich, dass ihr so zahlreich seid. So, und ich lese euch natürlich heute mal wieder ein bisschen, beziehungsweise interpretiere ich euch mit meinen eigenen Worten das, was ich in der Zeitung gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe. Ja, Leute, ist natürlich nicht schön, was ich hier jetzt so lese, weil es ziemlich viel passiert. Und kommen wir eigentlich mal zum Hauptsächlichen. Hier ist auf der Autobahn, hier bei uns in der Nähe von Fürstenwalde, ja, auf der A12 und so weiter, ja, sind viele Unfälle passiert mit Todesfolge, ja. Ist zum Beispiel ein LKW hat einen Kleintransporter auf einem anderen LKW rumgeknallt, dabei fingen alle drei Fahrzeuge Feuer und jemand starb da. Die beiden LKW-Fahrer sind verletzt und liegen irgendwo im Krankenhaus. So, ansonsten, liebe Leute, ja, ist natürlich schade, weil passiert so viel auf der Straße. Und was lese ich denn hier noch so? Ja, pass auf, da waren Leute, die haben in so einem Müllcontainer, ne, haben sie was gehört? Baby geschrei. So, und was ist passiert? Ja, haben die Polizei gerufen? Sind sie gekommen, die Polizei. Sind sie gekommen. Und dann haben sie ein Spielzeug gefunden. Ein Kinderspielzeug. Wissen Sie nicht, was das war? Das war wohl so ein Babypuppe vielleicht oder was? Was da wohl denn halt in so eine Zeitschleife ging und dann. Hat Mac mitgemacht. Ja, es kann passieren. Ist so. So, ansonsten wohnen hier in Fünf Eichen, hat Orgel des Jahres. Ja, da war mal eine Orgel oder was. Vom bis ich, wie alt die war. Und die haben sie restauriert und ist zur Orgel des Jahres geworden. Ja, in Fünf Eichen ist es passiert. Also da, wo die steht. Den Weg mal. Ja. Gut. Mal ein bisschen blättern. Wie gesagt, ich hab mir jetzt mal nicht so direkt vorbereitet, aber ich hab mir gedacht, liest du mal wieder ein bisschen was von der Zeitung vor und finden die Leute gut, ja. Andere Sachen, ja, sind auch gut. So, Deutschland, leider, Grenzkontrollen, Putin fordert mehr Hilfe für Syrien. Ja, was mit Putin ist, Leute, ist auch so eine Sache, wa? Mit dem Giftanschlag hier in England, dazu muss ich auch einfach mal sagen, Leute, ja, erstmal müssen sie Beweise schaffen, die Engländer, dass wirklich die Russen dafür verantwortlich sind. Ich halte mich da ein bisschen bedeckt und will jetzt nicht irgendwie jemand über den Kamm scheren. Und das mache ich einfach auch immer ja nicht. Will ich nicht machen. Ja, ansonsten, Amerikaner kaufen wieder mehr Autos, da können sie ja machen. Ja. Zahl der Arbeitslosen sinkt, auch nicht schlecht. Bin ja auch nicht mehr arbeitslos in dem Sinne, war, weil die arbeiten. Und wollen halt die Amerikaner, die wollen auch bauen. Und zwar ein Überschallflugzeug. Ja. Überschallflugzeug wollen sie bauen, steht hier. Ja. Soll irgendwann mal 2022 der Fall sein, keine Ahnung, und das war denn. Gut, Spargelernte beginnt in Sachsen, Leute. Ja, und eine gute Nachricht für all die Leute, die Spargel essen, die Preise werden folgt, ja. Also, man kann Spargel kaufen für einen vernünftigen Preis. Finde ich gut, weil ich nämlich esse gerne Spargel. Wenn ich Spargel zu kaufen kriege, esse auch Spargel im Glas gerne. Siehst du, können wir mal wieder essen. Gut, ansonsten werde ich mal ein bisschen weiter blättern und blättern und blättern und blättern. Ja, natürlich. Und jetzt habe ich hier noch eine Sache zwecks der Hund, der ja die Mutter und der Sohn ja, totgebissen hat. Ja, es stellte sich wohl heraus, dass man den Hund in der Wohnung in einen Zwinger gehalten hat, Leute. Und er hat sich ganz einfach mal für sein Leben gerecht. Und ich muss auch mal sagen, nicht, dass ich das für gut heiße, aber krieg von mir mal einen Daumen nach oben. Ja. Leider ist es so, denn es wird halt geprüft, ob man vielleicht den Hund einschläfern tut. Keine Ahnung. Ja, wäre für mich keine so eine gute Option, aber naja, leider ist es so. Und dann gibt es noch eine Sache. Mit der Frau habt ihr gesehen im Fernsehen. Habt ihr? Krasse Nummer, aber die Frau hat erschossen. Ja, da hat sich selber erschossen und vorher hat sie da wohl ja in San Bruno Bad gewesen, hat die Frau Angestellte, die da gearbeitet haben, angeschossen oder so. Ja. Und das war eine Frau, die in YouTube einen Channel hatte, ja. Und die hat sich aufgeregt hier, wo hat nicht so viele Klicks gehabt und was weiß ich. Und hat sich dann ernst einfach mal PENG danach ins Gehirn geschossen und war dann tot. Ja, kann passieren. Wenn man nicht so viele Klicks kriegt oder was, dann übertreibt man nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Die Olle hat bei der Hund Schaden gehabt. Ihr habt ja viele, die halt einen Schaden haben, ne? Und ja.
Gut, aber so ist es nun mal, kann man nicht ändern. Ansonsten, Leute, seht gerade, seht Wetter. Wetter wird geil. Genießt das Wetter, ab morgen wird das Wetter richtig geil. Dann haben wir bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch oder so, haben wir richtig geile Sommerwetter. Jeden Tag werden 25 Grad. Und da zieht das erste Mal auch eine Hose an. Also eine Hose an, sprich eine kurze Hose. Ansonsten, liebe Leute, Fußball wollt ihr ja nicht wissen. Hier, Ronaldo in Juventus Turin, Champions League. Richtig geile Tor gemacht, Fallrückzieher war. Tor des Jahres, Jahrhunderts, keine Ahnung. Ich weiß, dass der Klaus Fischer mal ein richtig geiles Tor geschossen hat. Also ist er nicht der Einzige, der so ein Tor geschossen hat. Ja, ansonsten, liebe Leute, bla bla bla, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Denn ich lese gerade über die älteren Autofahrer, die halt ja mal so Tests machen und mehr oder weniger eigentlich fast auch durchrasseln. Wa? Also hier ist eine Frau, die ist 92 Jahre alt und hat vor ein paar Jahren sich denn gesagt, jetzt hört auf Auto zu fahren, weil die hatte wohl ihr Fahrzeug zu Schrott gefahren und sah halt ein, weil sie auch nicht mehr so sehen konnte, dass einfach mal das Autofahren nichts mehr bringt. Okay. Ich werde Auto fahren, bis ich alt bin. Gut, Leute. Bus und Bahnen immer voller, klar. Weil viele Leute verzichten in dem Alter eigentlich auf dem Auto, wie jetzt die älteren Herrschaften, und steigen um auf Bus und Bahn, liebe Leute. Und dann habe ich hier noch was gelesen, hier eine Haftstrafe nach Tötung einer Angora-Ziege. Irgendwo, wo waren das? Da haben da zwei Rumänen hier, irgendwo im Zoo war das, oder was? Ja, im Zoo in Neukölln haben sie eine Ziege geschlachtet. Hatten Hunger gehabt, haben wir einfach mal so geschlachtet und haben dafür aber Knast gekriegt. Das ist gut so. Ja, und da haben sie gedacht, hier, das ist ein Bauernhof. Der Zoo in Neukölln, haben sie gedacht, das ist ein Bauernhof. Also, noch blöder geht's da nur ja nicht mehr. Wa? Ja, ja. Dann haben sie ein Auto geknackt. Na klar, machen sie überall. Programm im Fernsehen, wie sieht's heute aus? Ja, heute Abend kommt Fußball, 21 Uhr, denke ich mal. Dann wird man ein bisschen anklicken. Ja, Leute, ansonsten ist hier nicht weiter, wa? Mehr von ARD und ZDF bei GigaTV. Okay, können wir die GigaTV. Gott, ich hab irgendwie mal ein Hals, Schlund hier. Schlund im Hals hier. Brauch schon mal jetzt mal nicht. Ja, und dann sehe ich natürlich die ganze Sache hier mit dem Unfall jetzt nochmal hier. Ein schwerer Unfall auf der anderen vor der Todesopfer. Richtig, Bärmer ist schon scheiße, aber. Ja, gut, das war von meiner Warte aus. Ich denke mal, 7 Minuten reicht und muss von mir arbeiten. Tschüss, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bye bye.